Ja, meine Lieben, das ist mal wieder die Axt im Walde. Und was machen wir heute? Ihr seht das richtig. The Forest zocken. In der Version 0.30, die gerade eben erst erschienen ist. Quasi brandneu. Ich zeige euch, bevor wir hier loslegen mit der Version 0.30, dank Patrick, ja, auf meinem YouTube-Channel noch den Flugzeugabsturz, den ich ja letztens ein bisschen verpasst habe, muss ich wohl offen und ehrlich zugeben, ich habe den verpasst, da gibt es eine neue Ansage, das zeige ich euch jetzt vor und in der Zwischenzeit werde ich einfach mal gemütlich ein bisschen das neue Spiel laden, ja, und dann die neuen Änderungen vorstellen aus der Version 0.30 von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde, von der Axt im Walde für die Community von The Forest. Nach dem Flugzeugabsturz steht die Axt im Walde wieder mal hier ein bisschen rum. Und zuallererst kann ich euch Folgendes verkünden. Ihr seht das vielleicht gleich auf Anhieb. Auch die kleine Unterkunft. Ja, das, weiß nicht, Blattstockgestellhäuschen. Ne? Das hier rechts von meiner, Baumstammunterkunft gebaut ist. Das hat jetzt auch ein Haussymbol. Die einen oder anderen werden sich wundern, so, oh, wieso eigentlich ein Haussymbol? Ja, war das nicht ohnehin so vorgesehen? Ja, dass das vielleicht gar kein Haussymbol haben sollte. Ja, das dachte ich mir auch, jetzt haben wir ein Symbol. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen hier zur Theoriestunde. Theoriestunde heißt, alles was ich euch nicht zeigen kann oder möchte, aus verschiedenen Gründen. Wir haben im Schneegebiet, im Schneegebiet einen gefrorenen Toten, ja, das ist sozusagen, neuer Kunstgegenstand, ja, ja, die Entwickler nennen das auch immer so merkwürdig. Gefrorener Toter, einfach, der gammelt hier irgendwo in der Nähe rum, im Schneegebiet, ich habe den noch nicht wirklich gefunden und werde mich auch bei Zeiten erstmal hier auf die Suche begeben. Was nicht mehr möglich ist, ist, dass man hier Körperteile von den toten Körpern, also Gegnern, die am Boden liegen, abtrennt mit stumpfen Gegenständen. Ich weiß noch nicht, was stumpfe Gegenstände genau sind. Ist das vielleicht auch die selbst hergestellte Axt? Man weiß es nicht. Das Kreen-Modell, ja, das ist ganz neu. In der letzten Version haben die Entwickler das Kreen-Modell an für sich die Krähe mit den Sounds eingefügt. Und an dieser Stelle sage ich mal danke, vielen Dank an Hudi Rakete. Und auch an den Artanis aus meinem YouTube-Channel. Die beide meinten, ja, die Krähe ist schon drin. In meinem letzten Video ab 10 Minuten 25 ist die gut zu sehen. Und ich muss hier an dieser Stelle wohl korrigieren. Und sagen, ja, tatsächlich, die Krähe war wohl drin. Ich habe die übersehen. Vielleicht wollte ich die auch gar nicht sehen. Auch das weiß man noch nicht.
Ja. Das Ablegen von Gegnern in Feuerstellen ist nun nicht nur möglich, sondern das tötet die Gegner auch. Das Ganze gibt, wartet mal, 4 Knochen und ein Knochenschädel aus, ne? Das heißt, ihr nehmt den Gegner oder den Körper eines Gegners, legt ihn auf die Feuerstelle und ihr bekommt 4 Knochen, einen Knochenschädel. Das ist eine ganz gute Variante, um ein bisschen an Ressourcen zu kommen, die man sonst ganz umständlich irgendwo rausmogeln muss. Ja. Zusätzlich dazu, es gibt auch eine dynamische Darstellung von Treffern auf Gegnern. Das heißt, wartet mal kurz. Ich mache ein bisschen hier ein. Oh, da ist eine Wand. So. Ja, mit schönem Blick hier auf das Meereswasser und das Segelboot. Dynamische Darstellung von Treffern bei Gegnern, das heißt so viel wie: Ich habe einen Gegner, ich hau dem eine rein, ne? Und es wird mir auch angezeigt, wo habe ich den Gegner ja eigentlich jetzt getroffen, ne? Und habe ich den überhaupt wirklich getroffen? Dazu kommt auch eine ordentliche Blutdarstellung auf den Körpern der Gegner, während man sie getroffen hat. Die Entwickler sagen, das ist für das Gameplay ganz gut. Ja, ich sag auf jeden Fall, verdammt nochmal, das ist richtig gut. Ja, oh, New Item. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Gegner in der Nähe. Ich schlacht das Überlebensbuch auf, mein Lieben. Es blinkt hier oben auch, wie ich euch das in dem letzten Let's Play gezeigt habe. Ja. Ja, Setup Defenses. Ja, und die fehlenden Passagiere wiederfinden. Ich habe mir jetzt die Passagierliste, beziehungsweise das To-Do nicht so richtig noch angeguckt. In der neuen Version. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, was ist denn da schon vorab drin gewesen und was nicht. Aber ich bin mir sicher, wir sind hier gerade mal auf Gegner gestoßen. Ja. Nichtsdestotrotz. Folgende Information weiter in der Theoriestunde. Tiere fallen jetzt von Bäumen. Ja. Das heißt, wenn ich einen Baum umhacke und da befindet sich gerade ein Tier drauf, dann fällt das vom Baum runter. Das bleibt nicht mehr einfach so drauf kleben, oder? Aber verschwindet einfach so? Nein, das Tier fällt vom Baum runter. Das heißt, entweder kann man das Tier im Flug, ja, abfangen oder am Boden. Dann aufschlitzen. Ich führe hier auch einen Gegner und Paradox wie dies. Ja, ich weiß, wie dies. Der hat mir aufgelauert. Ja, dieser Schurke. Und wir begrüßen den Schurken auch gleich mal direkt. Ja, er ist nochmal viel von Nächstenliebe, hat er nicht verstanden, gerade eben mal zu den Feiertagen. Ja, denke ich mir so, oh, komm mal hier, na, du, mein Lieber, kriegst ein Geschenk und gut ist. Aber er wagt sich heran, er ist ja mutig, ja. Unabhängig davon, was ist neu in der Forest? In der Version 0.30. Wir sind in der Version 0.30 angelangt. Und neu ist definitiv der sogenannte Wandwaffenschrank-Dekorationshalter. Den habe ich hier schon gebaut. Ja, ihr habt das richtig gesehen. Ja, und wenn ich jetzt die Taste C hier drücke, ja, wird hier meine Axt dran gepackt. Oh, ja, hier finde ich das nicht. Ich finde das bei den Dekorationen. Hier, Wall Weapon Rack. Ja, der Wandwaffenschrank-Dekorationshalter. Meine Lieben, ich papp den auch mal hier dran.
Das ganze Teil. Ich guck auch noch mal rein mit euch. Ja. Items needed. Gegenstände gebraucht. Ja. Zwei Stück Stock. Ein Stock, zwei Stock. Und fertig ist das Teil. Ja, ich kann jetzt gerade nichts mehr draufpappen. Wenn wir hier in unser Inventar, also mein Inventar, reingucken, dann habe ich auch nicht wirklich was drin. No? Ja, hier. So. Ja, einmal Axt. Dort mal ein bisschen Axt und gut ist, ne? Abgeaxtet quasi. Ja. So. Macht mich der Typ hier nervös? Ich weiß es nicht. Aber ich höre andauernd so ein Grollen von einem komischen Typen. Ja, unabhängig davon. Was ist auch neu? In the Forest. In der Version 0.3.0. Meine Lieben. Ein sogenannter Knochenkorb. Ihr kennt das aus der Vorversion. Ja, da hatten wir hier den Pfeilhalter oder auch Pfeilkorb genannt. Wir haben jetzt hier einen Knochenkorb oder auch Knochenhalter. Insgesamt sage und schreibe, ja, ungelogen, 86 Stück passen hier hinein. 86 Stück Knochen, das ist ja unglaublich. Ne? Kann man hier reinpacken, ja, um die Knochen zu verstauen. Und auch nachher wieder rauszunehmen. Das ist ja nicht die einzige Neuerung. Wofür brauche ich 86 Stück Knochen in einem einzigen Korb? Ja, das ist ganz klar. Ich habe hier erstmal hier den Knochenkorb. Ja, Bone Basket. Hier, ne? Braucht schon mal 25 Stück Holz. Und dann gibt es auch noch, hier ist er. Der Bone Fence, das ist der Knochenzaun. Den kann ich genauso platzieren. Wie auch alle anderen Zäune und, ich sag mal, experimentellen Wände bisher. Mit ein bisschen Linkskick dran pappen, mit dem Rechtskick loslöschen. Oder ich setze das Teil auch jetzt, wenn ich zufrieden bin, mit der Taste E. No. Und dann gehe ich an meinen oh, da, hier ist er. Und nehme mir ein paar raus. Knochen. Ja. Oh, ich habe keine Knochen mehr. Laut den Entwicklern ist der Knochenzaun um das Doppelte stärker. Ja, um das Doppelte erhaltbare als der bisherige übliche Holzzaun. Und ich sag einfach mal, das muss ausprobiert werden. Ja, liebe Entwickler, ihr könnt hier nicht einfach hier gehen. Ihr könnt hier nicht sagen, so, das ist stärker ums Doppelte, ums Dreifache und um... Schieß mich doch einfach mal tot hier, ne? Das ist The Forest. Ich mein, habt ihr erwartet, dass das hier ein Spiel ist? Nee, das ist purer Ernst, ne? Das ist The Forest. Der will hier, ja, einfach mal durchgegangen werden. Ja, gut, das ist hier so wie mit den Gegnern, ne? Die gehen hier einfach mal durch und dann ist gut. Nee, da muss Anpassung, muss hier. Ja, Anpassung von vorne bis hinten. Knochenzaun, Holzzaun, Knochenkorb, Pfeilkorb, alles muss hier. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Aber genug, genug des Wahnsinns. Wir kommen hier wieder zum Wesentlichen. Die eine oder andere haben sie vielleicht hier zu Anfang schon ein bisschen gefragt. Boah, Mann, Alter, was macht denn der hier eigentlich? Wieso? Wieso zwei Unterkünfte? Ja, das ist die einfache Unterkunft. Ja, die, Holz, Stamm, Baum, kleine einfache Unterkunft. Und das ist hier die Blattstock-Unterkunft.
die richtig einfache temporäre Unterkunft. Wir haben das hier in unserem Überlebensbuch auch drin als temporary shelter, übergangsweise Unterkunft. Ja, wenn wir hier einfach einmal schlafen gehen. Ja, dann ist am nächsten Morgen alles kaputt und alles tot. Ja, das liegt auch daran, dass die Entwickler hier meinen, nee, der übergangsweise Behausungsblattlaub Shelter, der darf nur einmal benutzt werden. Ja. Das heißt, speichern ist in Ordnung, ja, aber schlafen nicht. Nach dem Schlafen bricht hier die übergangsweise Behausung zusammen. Leider war das gerade eben nicht zu sehen. Ja, einmal hier Tag auf Nacht und auf Tag. Es war nicht zu sehen, wie es zusammengebrochen ist. Aber die sagen dann einfach, die Entwickler, nee, hier wollen wir nicht einmal hier. Einmal Benutzung. Ja, einmal Benutzung. Wenn ihr mir wollt, bitte einmal hier die ordentliche Unterkunft. Und wir haben genau jetzt noch zwei Neuerungen. Neben den vielen Neuerungen, die ich euch bereits gezeigt habe, ne, hier ein bisschen Wandschrank, Waffen, Dekorationshalter und einmal hier den Knochenhalter, Knochenkorb. Zwei Neuerungen. Eine Neuerung ist im Multiplayer. Wirklich, das bezieht sich rein nur auf den Multiplayer. Das ist möglich auch im Singleplayer, aber ihr werdet keinen Vorteil davon euch verschaffen können. Es gibt das sogenannte Tablet. Ja, das Serviertablet. Ihr könnt das hier rannehmen und jegliche Art von Nahrung draufpappen. Na, was haben wir hier alles? Ja, ein bisschen hier. Guck mal, was hier nicht alles möglich ist. Unglaublich. Ja, einige Gegenstände sind hiervon ausgenommen, ne? Ich sag mal, forum.survivetheforest.net. Ja, guckt mal rein in die Patch Notes. Ja, ist ein Haufen drin. Alles, was hier das neue Update von The Forest 0.3.0 betrifft, das sind ein paar Ausnahmen eben auch drin. Aber im Groben und Ganzen könnt ihr hier definitiv alles Mögliche auf das Serviert. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, gut, lassen wir das einfach mal gut sein. Auf jeden Fall, es ist möglich, hier alles auf das Serviertablett, das ja auch im Flugzeug zu finden ist, drauf zu pappen. Und das bezieht sich jetzt tatsächlich nur auf den Multiplayer. Man kann das dann nehmen und mit anderen Mitspielern teilen. Ja? Nicht mehr hier in Waffenschrank reinlegen oder Getränkeschrank oder Bombenschrank oder. Man weiß es ja gar nicht, was alles für einen Schrank, ja, reinpappen, sondern hier einfach nur Serviertabletten nehmen, ja, Zeug drauf. Ja, geht im Singleplayer eben nicht. Das Serviertablett nehmen und dem anderen Spieler präsentieren. Die letzte Neuerung. Ja, ist auch. Ich habe mich verletzt, ne? War das ja kein großes Ding. Dank der Mod-AP, die ich jetzt auch selbst neben unserem guten Philipp, dem aka Soul Tranker, updaten kann. Sprich, zu Deutsch aktualisieren. Das heißt, kommt eine neue Version von The Forest raus und Mod-AP läuft nicht richtig. Einfach ein bisschen abwarten. Entweder ist der gute Philipp zur Stelle oder ich bin das. Wir aktualisieren die Mod-AP. Gerade eben sind wir aber an der Betsy. Ja, das ist ein neues Modell.
Neues Modell für das Segelboot, mein Lieben. Ja, sieht auch ordentlich, ich weiß nicht, rustikal. Sieht das rustikal aus, ne? Ja, an der Seite vorbei, wieder hier hinten dran. Alles ganz neu, brandneu, wirklich brandneu. Ihr seht, da ist ein bisschen anders. Ich nehme auch mal eine Zeitschrift. Ja, Yacht Magazine. Wollte ich immer schon mal ein bisschen von lesen. Ne? Hier komische Spiegelungen, als ob hier alles unter Wasser wäre. Hier hängt ein Seil und selbiges spielt sich nochmal hier vorne ab, auch mit dem Seil. Und das Spiel sagt mir gerade, guck mal in deine Notizen rein. Ich gucke in meine Notizen. Ja. Das blinkt zur Abwechslung mal nicht. In den Notizen steht auch nichts drin. Das ist ja mal wunderbar. So, am Deck angelangt, sehe ich gerade eben mal hier, na, da ist was anders und ich gehe auch unter Deck. Was gibt es unter Deck? Ja, eine Milchtüte. Ja, hier wird ein Junge vermisst. Zachary. Was gibt's hier noch? Einmal hier den na, wie heißt der Walkman, heißt das Teil, ne? Eine Miniaturausgabe des Segelboots kann ich nicht aufnehmen. Einmal eine Soda-Dose, 5000 Mal Wasser, ich meine eigentlich Luftflaschen und ein bisschen Schokoriegel. Einmal eine Getränkeflasche voll Alkohol, ein Schädel. Ja, ungewaschenes Geschirr. Und auch hier direkt ein Stoffteil. Da gibt es noch ein Stoffteil und Stoff und Stoff. Ja, auf jeden Fall ist hier auch ein Leiche anwesend. Und was haben wir hier noch? Miss Nudity Rape. Ja, die finden wir auf jeden Fall vor. In den Notizen. Hier direkt drin. Und wenn wir auch in den hinteren Bereich unter Deck gehen, sehen wir, hier gibt es einen Speicherpunkt, an dem man viel später, nachdem ich bereits geschlafen habe, auch noch ein bisschen schlafen kann. Meine Lieben, von The Forest, Zuseher, The Forest Spieler und The Forest Verrückte. Ich weiß, da gibt's ein paar draußen hier von euch, die sind absolut The Forest verrückt. Ich bin das auch. Und in diesem Sinne sage ich euch, das nächste Update kommt auf jeden Fall nicht mehr hier im Dezember. Die Entwickler haben 29 Tage angesetzt, das heißt, im Januar hören wir uns wieder, wir sehen uns wieder. Und das, meine Lieben, war die Axt im Walde. 2015 mit Was ist neu in the Forest? Und ich freue mich auf jeden Fall nicht nur auf eure weiteren Kommentare, sondern auch auf all das, was im neuen Jahr kommt. Ich sag mal, toi toi, genießt die Feiertage. Ich hab euch lieb. Tschüss.